Das Schöne an der Fasnacht ist eigentlich, dass sie nur einmal im Jahr stattfindet, denn alles das, was so ein bisschen selten ist, wird natürlich viel, viel höher geschätzt. Gleichermaßen ist es allerdings auch die Chance für unseren nächsten Protagonisten hier auf der Bühne, dem einen oder anderen vielleicht nochmal einen Spiegel vorzuhalten. Begrüßen Sie ganz herzlich mit mir gemeinsam unseren Till. In der Fasnacht habe ich angefangen als Tanzmajor. Das ist schon lang her, bestimmt 15 Jahre. Mit 9 war ich dann Kinderprinz gewesen. Dort hat sich die Frage gestellt, wie soll's jetzt mit mir weitergehen? In der Garde zu tanzen, das macht für mich keinen Sinn, weil ich elegant und beweglich wie Brecheisen bin. Ach, das Thema Elferrad war für mich ganz schnell vom Tisch. Und aches Männerballett, ganz ehrlich, das ist nichts für mich. Bische weder ein Clown, noch locker im Schritt, was bleibt da doch noch übrig? Genau, nur die Bit. Anfangs habe ich aus Schul und Familie berichtet, doch dann habe ich zunehmend mehr von was anderem gedichtet. Phil bezeichne das, was ich mache, als politische Bit. So ganz inverstanden bin ich mit dem Begriff nicht. Aber genau wie mein Vorbild, de Till, han ich eins nur im Sinn, ich will eier närrischer Dienstleister sein. Drum sah ich's euch jetzt, kurz und knapp. Ihr bestelle und mir liefere ab. Ware aller Art aus der närrischen Welt, nennen mich Till, nennen mich Marek, nennen mich Lieferheld. Gleich kommt im Menü zu euch auf den Tisch. Die Zutaten sind, wie gewohnt, herzhaft und frisch. Wo wird für kleines Geld richtig gut gess? Genau, auf der Landessportschule beim LSVS. Erlesene Speise voller Saft und voller Kraft, die gibt's dort im Gasthaus zur Vetternwirtschaft. In der Vetternwirtschaft, da verkehre Dreiste und Dumme, die dort regelmäßig zusammenkommen. Doch wenn man ein Problem hat mit dem Dividiere, dann sollte man lieber woanders deniere. Der Minister Bouillon hat dort gefeiert, vor einiger Zeit, im Ganze war es fast 300 Leid. Und so viel, ihr Narre, das sei euch gesagt, es gab nicht nur Würsche, Bier und Kartoffelsalat. Die Restaurantleitung von der Vetternwirtschaft, die rechnet dort dafür ab 6.000 Euro. Ich habe mich schlapp gelacht. Das sind rund 20 Euro für Essen und Trinke. Bouillon, die Liererei, du doch zum Himmel stinke. Mit deinen Hauruck-Aktionen tut's dir ja oft gelinge, der Fokus von dir weg auf andere zu bringen. Da wird dann wie V mitte drin rumstolziert, wenn die Polizei nachts oftmals grundlos die Leute kontrolliert. Und damit er dann als Schaffer und Macher der Wähler imponiert, da wird die Verbrechensstatistik poliert und frisiert. Du uns in Zukunft mit so peinliche Auftritte verschone. Such lieber im soziale Wohnungsbau die verschwundene Million. Faschte Kur, ihr Narre, wie es immer so schön heißt, reinigte Körper und reinigte Geist. Das gilt auch für den Minister Bouillon. Und wenn er noch so viel schafft, sollt er in Zukunft meide das Gasthaus zur Vetternwirtschaft. Eigentlich wollte ich ein närrisches Menü für euch kochen. Frisch, schmackhaft und ohne Haut und ohne Knoche. Doch um die AfD komme ich leider nicht drum rum und so han ich mich dem Thema wieder angenommen. Wenn euch einer den braune AfD-Dreck will servieren, bleiben weg davon, tun erst gar nicht probiere. Bei denen kannst du hingucken, wirklich überall, appetitlich ist das, was die mache, auf gar keinen Fall.
Dort raus macht niemand ein leckeres Gericht. Ach, nicht, wenn du de Bocuse von der Fasnacht bist. Da würde behinderte Kinder mit ansteckende Krankheiten verglich. Sowas gehört in den Saustall, aber nicht auf den Tisch. Kopftuchmäde, Kümmelhändler und Messermänner. So sind sie am Hetze, Diffamiere und Fluche. Ein Keiltreibe in unser Bund Gesellschaft. Das tun die Versuche. De Till ist gewillt, für alle noch mildernde Umstände zu suchen. Aber für die AfDler fällt mir in nur einer endlicher Satz. Für euch ist in meiner Fasnachtskirche kein bisschen Platz. Kein Glas Wein, kein Stück Fleisch und erst recht kein Stück Kuchen. Gehen Livereier, spende Millionen im Ausland suche. So Gammelcocktail, der gehört gar nicht erst verkauf, denn das Verfallsdatum ist 1945 schon abgelauf. Denn ach da gab's so braunes Gesochse und man erinnere sich, ach die haben behinderte Kinder mit ansteckende Krankheiten verglich. Wenn man schon viel Gäste hat und es kommt noch mehr, dann braucht man so zwischendurch ein kleines Sorbet. Der hegste Mann im Land, obwohl ihn kaum einer kennt, ist unser neuer Ministerpräsident. Ach, sein Vater stand im Landtag schon in Brot und in Lohn, also ganz wie der Volksmund es sagt, wie der Vater, so der Sohn. Und der Hans Senior, der war ja nicht dumm und hatte Sohn bei Zeite gut untergebrungen. Bis dato hält sich der Sohnemann vornehm zurück. Was den Till-Eule-Spiegel angeht, ist das ganz sicher ihr Glück. Aber sei sicher, Herr Ministerpräsident, ich beobachte ganz genau. Was ich da damit sagen will, ich han sie im Au. Die Fasnacht ist für ihn ein neues Parkett. Klar, er macht mit und gäbt sich lustig und nett. Doch ich sahen sie mal so, er ist ein bisschen zu brav und hat als Fasnachter noch Nachholbedarf. Und in die karnevalistische Fußstapfe deiner Vorgängerin, sorry, mein Guter, da passt du noch nicht drin. Doch um dich aufzumuntere, kann ich dir Folgendes sagen. Next year nimmt sich der Till deiner intensiv an. Wer mir Red kennt, aus dem letzten Jahr, dem kommt so langsam etwas komisch vor. Und wer auf seine Uhr guckt und die Minute zählt, der gewinnt den Eindruck, dass da noch was fehlt. Aber ganz nur dem Motto, besser spät als nie, nur keine Angst, Frau Britz, ich denke an Sie. Aber wer jetzt denkt an die üblichen Geräusche, denne muss ich leider enttäuschen. Zwar kriegt sie als OB nur wie vor nix richtig hin, aber dort ruf ihr nachher, geh mir erst next year wieder in. Es war vor einem Jahr an der Fasnacht hier in dieser Hall. Da han ich in Tilscher Manier mein Bütterett gehall. Und in meine Rede, in der Rede gehe Schluss, doch gritt die Frau Britz verbal auf die Nuss. Und zu all dem Elend und der ganz Verarscherei sitzt sie direkt vor mir, in der allerersten Reihe. Und ich meckere, ich mache mich lustig über sie, doch was die Frau Britz dann gemacht hat, das glaube ihr nie.
Ach, ich hätte an sowas niemals gedacht, denn die Frau Britz hat ehrlich und herzhaft darüber gelacht. Deshalb sah ich jetzt was, das sah ich selten bis nie. Hut ab, Frau Britz, der Punkt ging an Sie. Ich habe Sie plötzlich gesehen in einem ganz anderen Licht. Und mein Spiegel, der war plötzlich vor meinem eigenen Gesicht. Doch auch da gehört er ab und an hin, das ist gut so und wird auch in Zukunft so sein. Die Frau Obi Britz hat über sich selber gelacht und hat dort damit den Narre-Echtheitsnachweis erbracht. Wer auf die Art und Weise in der Narrewelt brilliert, der wird vom Till mit einer Auszeichnung prämiert. Es ist weder Geld noch ein Sachpreis, mit dem er sie ehrt. Es ist mehr was mit einem ideellen Wert. Das Rätsel um die Zwettkapp, das löst sich ziemlich leicht, denn die Zwettkapp, Frau Britz, wird Ihnen demnächst überreicht. Nachher in der Pause, da spendiere ich ein Sekt, und die Zwettkapp wird Ihnen dann aufgesteckt. So, ihr liebe Narre, wir kommen jetzt langsam zum Abgesang. Von meinem Fastnachtsmenü war das, so könnt man sagen, der letzte Gang. Ich hoffe, die Teller sind leer und es hat euch geschmeckt. Und wenn sich jemand die Finger leckt, nur all den Fastnacht-Spezialitäten, all dem leckere Zeug, wie gesagt, ich koche gern für euch. Nix aus der Dose oder der Tiefkühltruhe, alles hausgemacht, so sagt man dazu. Kein Fastfood, alles wohl überdacht und mir hat's, wie immer, Spaß gemacht. Ich koche nicht für euer Zungen, ich koche für euer Kopf. Beehren mich bald wieder und alle hopp! Er kommt von unserer Gesellschaft, von der Mersinnezoo, unser Till Marek Winter. Für dich, lieber Marek, ein dreifach donnerndes Saarbrücken. Alle! Hopp! Alle! Hopp! Alle! Hopp!